Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Ich bin Neil von irishwhiskyblog.de und begrüße euch hier im April zu unserer monatlichen Episode. Das tue ich wie immer nicht alleine, sondern ich grüße auch meinen Partner Jason. Hallo Jason. Moin Moin, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Ich freue mich, es ist Frühling. Es ist Frühling, ja. Ich habe gehört, in Deutschland war es am letzten Wochenende sogar schon fast sommerlich, nicht nur frühlingshaft. Es war wohl sehr, sehr warm, haben mir meine Eltern zumindest berichtet. Hier in Irland ist zwar jetzt gerade die Sonne am Schein, aber wir sind fern davon zu sagen, dass es wirklich frühlingshaft. Also der Regen dominiert noch weiterhin. Nichtsdestotrotz, Whisky wird zu jeder Jahreszeit irgendwie herausgebracht, mal mehr, mal weniger. Ein paar davon sind auch diesen Monat wieder nach Deutschland gekommen. Die werden wir heute im ersten Block unseres Podcasts wie immer vorstellen. Zudem natürlich auch Releases, die es nach Deutschland geschafft haben, nachdem sie bereits hier oder anderswo erschienen sind. Und ein paar Neuigkeiten, die bislang nur in Irland erhältlich sind, haben wir auch dabei. Daneben, wie immer, zweiter Block macht unser Fokusthema. Da gucken wir uns in diesem Monat wieder eine neue Brennerei an. Neu ist nicht richtig, denn es ist eine der ältesten Brennereien, nicht nur Irlands, sondern der Welt tatsächlich. Die Bushmills Distillery. Da haben wir ein paar sehr detaillierte Infos zu Geschichte, Produkten und Produktion. Und im letzten Teil beschäftigen wir uns wieder mit ein paar News von der Grünen Insel. Das wird es dann am Ende abrunden. Genau, und wir springen rein in die ersten Releases, die jetzt in Deutschland erhältlich sind. Und ich habe gerade Bushmills erwähnt. Da haben wir auch sofort was von, Jason. Ne? Damit fangen wir heute an. Genau, Bushmills Malaga Cask Finish, 14 Jahre, 40% Alkohol für 57,90 €. Also dreifach destilliert, wie wir das kennen. Natürlich auch First und Second Fill Bourbon Fässern. Und dann bekam es dann ein 12-monatiger Finish in Malaga Weinfässern. Das wurde veredelt, gefinished und das ist sehr, sehr schön. Der Preis fand ich für 14 Jahre okay. Ist extrem günstig, finde ich, ne? Für 14 Jahre. Also, ich habe es so gesehen, dachte, das geht. Das ist tatsächlich, fand ich es, will ich sagen, fast schon günstig. In Irland oder hier kostet es, glaube ich, deutlich mehr, soweit ich mich erinnere. Oh. Da zahlst du das, glaube ich, das gleiche plus mehr ein bisschen in Pfund, soweit ich das jetzt weiß. Okay. Also hast du da die üblichen Zuschläge hier, die man in Kauf nehmen muss. Aber klingt gut. Was haben wir noch? The Quiet Man ist das zweite Release, das wir heute vorstellen möchten. Das ist ein 10 Jahre Marsala Cask, nennt sich Barman's Code. Kostet ziemlich identisch, faktisch einen Euro mehr für 4 Jahre weniger, dafür 3% Alkohol mehr im Vergleich zu dem Bushmills, 43% ist ein 10 Jahre alter Irish Whisky. Und die Geschichte hinter dem Quiet Man, also dem stillen Mann, wenn man so möchte, der Name der Marke, die bezieht sich auf einen Barkeeper, Kieran Mulgrew ist sein Name, beziehungsweise eine bezieht sich auf dessen Vater, denn der war Bartender in Belfast und der hat den sogenannten Barman's Code, nachdem dieses Release benannt ist, sehr ernst genommen. Das war sozusagen seine Schweigeverpflichtung, ne? Wie man es von Ärzten kennt, was du so hörst als Bartender, was deine Leute dir auf der anderen Seite erzählen, die ganzen privaten und sonstige Geschichten, genau, die erzählst du nicht weiter. Du hältst den Barman's Code ein, das, was sozusagen hinter der Bar du hörst, das behältst du für dich. Und demnach wurde er der Quiet Man genannt, weil man ihm alles anvertrauen konnte und es blieb dann sozusagen bei ihm. Hier ist jetzt ein neues Release, also von The Quiet Man gibt es grundsätzlich verschiedene Releases schon schon länger am Markt. Hier ist ein neues und das hatte eine Reifung in einem Marsala Wine Cask oder in mehreren bekommen. Das ist hier der Trick für 58,90 €. Also jedes Mal, wo ich The Quiet Man sehe, ist das, da gibt es einen Riss in meinem Herzen, denn ich habe die Quiet Man Brennerei besichtigt, als es im Bau war, in Derry. Und dann natürlich, Lexco hat sie aufgekauft und dann ist der ganze Projekt in den Boden gestampft. Und das ist echt immer wieder, wo ich jetzt denke, schön, dass wieder was kommt, aber okay, gut. Gesourcete Whisky, wahrscheinlich Cooley ist das. Schön, dass wir ein Finish haben für 60 €, 10 Jahre alt. Okay. Ja, nichts dran zu meckern, nichts Besonderes, Hervorragendes, wo man sagt, das ist außergewöhnlich, aber ja, die Marke hält sich lange am Markt. Ne? Also da gucken wir ja schon über relativ langen Zeitraum, wo man die immer mal wieder sieht. Unsere dritte Abfüllung, da wird Mareike höchstpersönlich in der Werbung darüber sprechen. Das ist hier eine Triple Cast Single Pot Still Cast Strength vom Skellig 618 für knapp 75 €, hat 58,4%.
Und zuerst Ex-Bourbon-Fässern, dann bekam es in finnischen PX-Sherry-Fässern. PX macht alles besser, sage ich mal, ja. Und dann kam noch ein kleiner Teil davon, bekam ein Finish auch in Ex-Peated-Fässern. Also ein kleines bisschen Twist dann dazu. So, Fassstärke, jo, mit leichten Rauchtouch und viel PX. Hast du das schon gehabt? Nee, bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Also ich fand, es ist ja quasi die fassstarke Version des Standard Single Pot Stills, den Korrekt. Skellig herausgebracht hat und der auch in Deutschland erhältlich ist. Das hier war ursprünglich ja die Distillery Exclusive und Mareike hat es irgendwie hingekriegt, als deren Importeur so ein paar Flaschen nach Deutschland zu bringen, um da ein bisschen was Besonderes zu haben in Fassstärke. Den Standard finde ich persönlich eigentlich recht schön, wegen dieses kleinen Twist, wie du es gerade genannt hast, diesen Peated-Twist, der halt nicht so, ist jetzt kein dominant Nein. rauchiges Aroma dahinter, aber es fügt so ein bisschen dem Ganzen eine Komplexität hinzu. Und das finde ich funktioniert wunderschön bei diesem Pot Still. Also, das war tatsächlich im letzten Jahr ja. Ich glaube, ich habe ihn sogar, als wir über die Lieblingswhiskys des letzten Jahres, war ja sogar relativ weit gelistet in Genau, meiner bei dir Top. ja, bei mir nicht. Und genau, und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, wie hier die Fassversion, fassstarke Version schmeckt Ja. tatsächlich. Ja, das muss ich noch nachholen. Ja. Das war alles, was ich in Deutschland gefunden habe, was neu war. Also, falls ich Ja. etwas übersehen habe, werden wir das im Mai dann dort wieder aufnehmen. Und da, falls ihr einfach Sachen habt, wo ich einfach nicht ja sofort dran bin, bitte einfach rüberschicken zu mir. Also, liebe Leute, ihr seid so nett. Und da werden wir das schon hinbekommen, ja? Wir stellen alles vor, genau. Auch in Deutschland erhältlich haben wir allerdings noch Ja. zwei Sachen mit dabei und die haben wir bereits vorgestellt in zurückliegenden Podcasts. Zum Beispiel haben wir im Dezember letzten Jahres darüber geredet. Da kam in Irland heraus aus der Blackwater Distillery ein Peated Rye Whisky, nennt sich Starburst Spice Bag. Halb Liter Flasche, 50% Alkoholvolumen. Für knapp 90 Euro in Irland, damals der Preis war über 90 Euro, da waren es 95, also gar nicht so ein Riesenunterschied. Ist ein ja, Turf Smoked Single Malt, nennt sich das. Der gelagert in einem Ex-French Oak Sherry Liquor Cask. Okay. Das Besondere war, 100% irisches Torf wurde verwendet. Es wurde gemälzt in Irland. Dabei sind Gerste und Torf von derselben Farm bezogen worden, also alles relativ lokal gehalten. Und auch das Mälzen fand auf dieser Farm statt. Relativ limitiert und ziemlich speziell, ne? Getorfter Roggen. Roggenanteil da drin. Und jetzt auch in Deutschland erhältlich. Genau. Cool. Gab nur 310 Flaschen. Alle wurden offenbar nicht in Irland verkauft. Es kam jetzt hier nach Deutschland, dass wir einen kleinen Kontingent bekommen haben. Das ist auch ganz gut. Sehr schön, ja, sehr schön. Noch etwas haben wir, was auch man in Deutschland jetzt kaufen kann. Ein bisschen andere Kategorie allerdings, Ja. sowohl was es ist und als auch den Preis, der nachher. Wir haben es vorgestellt im Oktober letzten Jahres, da kam es nämlich raus, zunächst dann halt in Irland. Und zwar ist es ein Middleton Very Rare, in dem Fall der Forêt de Tronçais 2023 mit 8, ja genau, Französisch ist genau mein Ding. Mit 48%, in Irland damals 5.000 Euro, ein bisschen günstiger in Deutschland. Hier kann man es schon für lauschige 4.398 Euro erwerben. Du, Das das sind lohnt sich allerdings. 1000 Pfund im Grunde weniger. Das ist echt viel Oh ja. Unterschied. Oh ja, man kann mal sehen. Was haben wir? Was haben wir damals vorgestellt? Auch schon Ex-Bourbon. Gefinischte Whiskys, die aus den Perioden von 1980 bis den 2000ern zurückreichen. Und das Ganze war dann für 3 Jahre in einem T5 Cask aus der Tarancon Cooperage in Frankreich. Was ist genau ein T5 Fass? Du, Weißt du? damals habe ich ein bisschen geschaut, ich habe es vergessen, sorry. Das sind besondere Fässer dann da, ja. ja. Genau, das war eine gewisse besondere Zusammenstellung. Der Wald, nach dem es benannt ist, der Forêt de Tronçais, ist, glaube ich, für Cooperages relativ populär, wenn ich das weiß, aber glaube ich auch kostspielig. Ne? Das war so ein bisschen, glaube ich, der Trick dabei. Denn die Eichen, die dort wachsen, sind ja, besonders gewachsen für die Genau. Lagerung, nennen wir es mal. Die Dauben werden für 5 Jahre lang an der Luft getrocknet und das Holz der verwendeten Dauben stammt aus diesen Regionen, denn dort eine ausgezeichnete Qualität der historischen Schiffbau in der Renaissance benutzt wurde. Der Kupferei hat eine Geschichte zurückgehend bis auf ein Jahr 1600. Ja, so von daher. Okay, und es wurde 3 Jahre in Sehr schön. diese besonderen Luxus-französischen Eichenfässern denn dort gefinisht. Aber ich sag mal ganz ehrlich,
3.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro ist einfach nicht meine Preisklasse. Nee, aber das ist natürlich dann wieder Irish Distillers mit der Middleton-Serie, irgendwas Besonderes machen und dann für einen High-Premium-Markt abzielen und aus Gehen irgendeinem wir Grund ja auch weiter dazu, damit dieses. erfolgreich zu sein, ne? Ja. Ja. Genau, gehen wir, wo wir gerade beim Thema sind. Wir haben noch einen Middleton Barrel Rare. Diesmal springen wir jetzt in die Kategorie, was ist nicht in Deutschland erhältlich, wird vielleicht in Deutschland erhältlich sein. Hier bin ich mir ziemlich sicher, es wird nicht in Deutschland standardmäßig erhältlich sein. Das kann man schon mal sagen, einfach weil es auch A, wenige Flaschen sind und B, weil wir natürlich über den Preis noch mal ein bisschen hier nach oben drücken müssen. Middleton Barrel Rare, Silent Distillery Chapter Nummer 5. Ja. Was ist das grundsätzlich? Das sind so limitierte Abfüllungen, die die Brennerei jetzt im fünften Jahr hintereinander rausbringt, mit dem Ziel, im nächsten Jahr die letzte rauszubringen. Und der Whisky ist immer ein Jahr älter, der so rausgebracht wird. Jetzt haben wir einen 49 Jahre alten Single Pot Still, das heißt, nächstes Jahr ist es dann ein 50-jähriger, mit dem dann, glaube ich, das, was 250-jährige Jubiläum der Old Middleton zelebriert wird oder irgendwie sowas. Ja, es sollte irgendwie damit Überlappungen geben, ne? Genau, ist mit so einem Jubiläum leint es sich, kommt es ja, passt dann mit dem zusammen, mit dem Termin. 49 Jahre Single Pot Still für schlappe 55.000 Euro. Die Echt? Vorhergänger waren alle ein bisschen günstiger, aber bewegten sich natürlich auch in dem großen Rahmen. Ich erinnere mich daran, vor 2 Jahren ist, glaube ich, mal, sind die Chapter 3 und 4, ist, glaube ich, oder im letzten Jahr ist Chapter 3 und 4 mal versteigert worden. Die haben zusammen, glaube ich, 70.000 Euro dann ergeben. Also das heißt, die Einstiegspreise beim Verkauf waren ein bisschen günstiger offensichtlich, aber auch eine Riesensumme, was Menschen bereit sind, an Geld zu bezahlen hierfür. Der Pot Still hier wurde destilliert in 1973, damals noch bei Max Crockett, dem Vater von Master Distiller Barry Crockett, den wahrscheinlich jeder kennt, also aus der langen Linie. Und dann blieb der halt für die ganze Zeit in dem herrlichen Fass und wurde dort beobachtet von den folgenden Master Distillern, unter anderem Barry Crockett und dann jüngst von den folgenden Master Distillern. Ja, ziemlich lang, ziemlich alt, ziemlich Ziemlich teuer. teuer. Ich bin sicher, allerdings auch hier wird sich wieder werden sich auch wieder Menschen finden, die liebend gerne diese Flasche ihrer Sammlung hinzufügen werden. Und ja, wir können uns schon im nächsten Jahr dann auf die 50-jährige Edition freuen. Wir können jetzt mal einen kleinen Tipp abgeben, was wird die kosten? 60.000 einfach nur oder deutlich mehr als 60.000? Ich glaube mehr, leider. Ja, so sichtlich, ja, Das sind die gleichen schwer zu Leute, die sagen, einfach eine Garage haben mit 14 Ferraris, weißt du? Also, das bin ich auch ne? nicht, sorry. Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ja. Und ich glaube, diese Menschen gehören nicht zu unseren Zuhörern da draußen. So, von daher, gehen wir weiter, ja? Gehen wir weiter. Aber wir bleiben bei Middleton, Irish Ja, genau. Distillers. Etwas, wo Diesmal werden ich wir mich aber, freue. Also, Red genau, bewegen wir Breast. uns aber in einem ganz anderen Rahmen. Genau, möchtest du was dazu sagen? Ja, ich mache einfach mal die Vorstellung. Red Breast Iberian Series, diesmal Quattro Barrales, Quattro, 4 Fässern, also Edition. Ich hoffe, das ist günstiger in Deutschland. 108 Euro ist das jetzt hier, 46%. Single Pot Still, wir haben Ex-Bourbon-Fässern, 1, wir haben 2, Oro Rosso, 3, Tawny Port, was wir kennen, und 4, was neu dazugekommen ist europäische Virgin Oak. Das ist der 4. Abfüllung der Iberian Serie. Eigentlich ein Travel Retail Exclusive, aber kommt immer wieder nach Deutschland. Der Tawny Port Iberian Serie fand ich sehr, sehr gut. Und konnte man für 80 Euro oder weniger bekommen. Ein Shop hat es irgendwie irrtümlicherweise für 54 irgendwo mal reingetan, ging durch die Gruppen, war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Aber 108 ist ein bisschen zu viel, finde ich. Aber schauen wir mal. Mag dann in Deutschland für unter 100 erscheinen, aber ich Ja. glaube, 80 wird es dann nicht werden. Ne? Iberian Series, hier finde ich spannend, dass dann, wie du hast es gerade gesagt, eine Quattro Barili ist, was eigentlich ja 4-Fässer-Edition heißt. Ne? Da ist dann, weil es die Iberian Series ist, wird der Name, wird das dann auf Spanisch übersetzt. Hat dann halt den Namen. Ist schön. Oder Ja, die Portugiesisch Serie. übrigens, aber ist egal. Ist es Portugiesisch? Oh, sorry. Ich dachte auch Ja. wegen jetzt hier Ja, Porto, Spanisch. aber gut. Da, Okay. das ist die Frage. Ich habe Spanisch gehabt, aber Ich das nicht. sollte ich jetzt Ich habe es hier jetzt wissen, ob das blind Spanisch vermutet, oder aber Portugiesisch ist. Ja. das war jetzt tatsächlich eine blinde Vermutung meinerseits. Ich Genau. man möge es uns verzeihen. Wir brechen uns manchmal mit dem Französisch schon dann ab, werden das gleich nochmal, glaube ich, tun. Auch habe ich mir schon an einer Stelle mal gesehen. Und hier möglich ist gar nicht erst
mir anmaßen, das wirklich zu wissen. Einfacher wird es jetzt mit dem nächsten Release. Wir haben aus der Redman Estate Distillery ein relativ gut. Wir hatten vorhin das Blackwater, wo ich gesagt habe, das ist hier Sherry, Liquor, Peated Rye und so. Jetzt kommt was, geht es in die ähnliche Richtung. Ne? Shortcross, das ist die Marke der Redman Estate, 7 Jahre alt. Peated Cognac and Orange Liquor Cask. Okay. 75 Euro. Ist ein Peated Single Malt, 55 Parts per Million ist der angegebene Wert. Was für ein Fass ist das gewesen? Das heißt laut Label Special Cognac and Orange Liquor Cask. Okay, jetzt, was stelle ich mir darunter vor? Ein Fass, wo vorher mal Cognac drin war und wo anschließend ein Orange Liquor drin war. Ja. Wie das sich in Kombination auswirkt und wie das dann mit einem Peated Single Malt funktioniert, 46%, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt, bin ich jetzt schon wieder neugierig, das herauszufinden. Weil ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Orange Liquor, wie groß da so ein tatsächlicher Orangeneinfluss oder inwieweit das einfach nur ein bisschen zitrusmäßig und süßlich ist, keine Ahnung. Aber wie das so, ja, das reizt mich jetzt schon wieder. Ja, also wir haben in Amerika, bei Willett haben sie auch dieses Orangenlikör dafür einmal genommen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe echt hohe Erwartungen gehabt und weiß ich noch, oh, das passte nicht. Das biss sich und kämpfte miteinander und so weiter. Aber es gab Leute, die es gefeiert haben. So, von daher schauen wir mal, was denn Ryderman hier mit den Short Cross gemacht haben. Jo, aber auf jeden Fall experimentierfreudig. Vielleicht fehlte hier nur der Peated-Einfluss bei dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Der könnte es vielleicht rausreißen jetzt hier in dem Fall. Das, naja, wir werden es erleben. Ja, wir hatten gerade ein bisschen uns überlegt, war es Spanisch, war es Portugiesisch. Jetzt wissen wir, es ist Dänisch und ich traue mich nicht zu, das nächste Release den Namen tatsächlich auszusprechen. Bist du sicher? Ja, jetzt mach mal weiter. Ja, alles andere würde keinen. Gut, oh Gott, ja. Tom and Gate, Limerick Whiskey, das ist noch der einfache Part. Ein Danish Rye Single Cask und die Serie, in der das erscheint, heißt Limerick, würde ich sagen. Okay, sehr gut. Wir haben vom Stowning etwas da oben, ja? Genau. War, muss man sagen, erhältlich für 120 Euro, ist nämlich ausverkauft, hatte 58,41%, ein Single Pot Still aus Ex-Bourbon-Fässern und der ging in einen Single Cask hinein und dieses Fass war ursprünglich mal ein Barbados Rum Cask, was dann in der von dir gerade schon erwähnten dänischen Stowning Distillery. Ich glaube, ich habe ein Video dazu, zu dieses Stowning Rye Einzelfass gehabt hier. Also habe okay, ich den gehabt. Also weißt du, wie das schmeckt. Ja. Der Rye Whisky ging halt da rein. Mhm. Und anschließend, zack, das Ganze rüber nach County Limerick, beziehungsweise Limerick, cool. Zu Nick von Tom and Gate. Und der hat dann da seinen Single Pot so reingefüllt. Herausgekommen ist das Einzelfass HS003. Mhm. 270 Flaschen hat er dem entnommen. Und auch schon komplett verkauft. Ein zweites Fass mit der Nummer H2 HS002, das ist exklusiv nach Belgien gegangen. Da habe ich jetzt nicht kontrolliert, ob da noch was erhältlich ist. Also wer das ganz interessant findet, mag mal schauen, wo das in Belgien erschienen ist und ob da vielleicht noch was Das heißt, es gibt einen Importeur für Tom and Gate jetzt hier in Belgien. Wir haben noch niemanden in Deutschland, oder? Schön. Nee, in Deutschland ist Nick bislang mit seinen Whiskys nicht vertreten gewesen. Nee. Nee. Genau, jetzt muss man natürlich dabei sein, bislang beschränkt er sich ja auch tatsächlich rein auf Single-Cask-Abfüllungen. Er hat mal, glaube ich, eine im letzten Herbst rausgebracht, anlässlich von Limericks Sieg bei den irischen Hurling Championships. Das war, glaube ich, ein bisschen größeres Release einmalig. Das ist dann auch nur in Irland vertrieben worden, aber so, er hat halt nicht so einen Standard-Whisky, glaube ich. Und das ist immer so ein bisschen eher dieser Punkt, wo du, wenn du ein Importeur willst, regelmäßig was nach Deutschland schippen willst, dann musst du ja irgendwie so ein bisschen immer mal wieder was in Kante haben. Und seine Sachen in Irland gehen halt rasend schnell weg, wie wir hier wieder sehen. Ne? Genau, aber es bleibt die Hoffnung. Ne? Gut, wir haben ein Celebrity Whisky oder ein Band Whisky schon. Zum zweiten Mal haben wir The Wolf Tons, Celtic Symphony, 5 Jahre Irish Whisky. Knapp 50 Euro, 40% Alkohol, Blended Whisky, also Ex-Bourbon mit Finish in Sherry-Fässern. Das ist der zweite Abfüllung jetzt hier von der Band. Der erste Abfüllung haben wir dann in unserem Podcast von November 22 jetzt hier auch ein bisschen behandelt. Der Band heißt Wolf Tons. Ich kenne sie nicht, aber du kanntest sie, oder? Die Wolftones sind, genau, das ist eine Irish Rebel ist die Kategorie Band, also die singen irische Rebel-Songs. Und das schon seit Ewigkeiten, also die Mitglieder sind relativ alt, vergleichsweise, treten aber immer noch sehr aktiv überall auf. Ja, und der Band gibt schon seit 60 Jahren, das habe ich vergessen zu erwähnen. Verrückt.
Und die machen einfach schon ihre Musik und machen auch immer das Gleiche mit so wechselndem Erfolg. Dieses ist jetzt hier genannt Celtic Symphony, das ist ein Lied von ihnen, relativ bekannt. Und das Lied ist verrückterweise relativ populär geworden, denn es hat so eine gewisse Passage, die gesungen wird und die wird in Fußballstadien, vor allem bei Celtic Glasgow etc. gerne übernommen. Die Passage heißt Ua Op de Ra. Ja, Ra ist die Kurzform für die IRA. Und es hat riesige Debatten gegeben, ob man das singen darf. Ja, so gerade so in Schottland oder auch halt bei irischen Veranstaltungen sind immer mal wieder so Sachen aufgetreten, wo Leute das gesungen haben. Und dann gibt es da eine riesen Debatte rum, das kann man nicht sagen, weil die IRA, klar, terroristische Organisation, Menschen getötet etc., darf man das so zelebrieren. Was passiert, wenn eine Rebelband, deren Leute oder die Leute, die diese Musik hören, natürlich das aus einem gewissen Grunde hören, wenn man denen sagt, hört auf, das zu singen? Das Gegenteil tritt ein. Binnen einer Woche waren die Wolftones an Platz 1 der UK-Charts und in Irland und ihre Konzerte auf einem riesigen Festival in Irland hatten mehr Besucher als die berühmten Popstars, die da aufgetreten sind. Und die touren seitdem munter durch die Gegend hier und machen Hallen voll. Zuletzt waren sie hier in der Nähe in Killarney. Und bester Zeitpunkt, um einen Whisky rauszubringen, der dann zufällig genauso heißt wie dieser bekannte Song. Und davon ein bisschen dann vielleicht auch zu profitieren. Von daher, ja, ist ein Teil irische Geschichte irgendwo, was wir hier haben. Auch wenn es für sich gesehen 40% Blended Whisky Bourbon mit Cherry Finish natürlich fern von irgendwas großartig Besonderem ist. Aber ich denke, die Verkaufszahlen davon werden sich alleine durch Bandnamen und Whisky-Namen und so rechtfertigen lassen, das gemacht zu haben. Genau. Gut, das war es erstmal mit unseren neuen Abfüllungen. Bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, hören wir ganz kurz rein bei Mareike Spitzer hier von www.irish-whiskies.de. Hallo zusammen, hier ist Mareike von Irish Whiskies und diesen Monat möchte ich euch einen ganz besonderen neuen Skellig Whisky vorstellen. Und zwar haben wir ganz wenige Flaschen des Skellig Distillery Exclusive Whiskies erhalten. Der Skellig Single Pot Still Whisky in Fassstärke mit 58,4% abgefüllt. Ganz toller Whisky. Hier kommen noch mehr die Noten des Pot Still Whiskys und der Fassfinishes hervor. Und ihr solltet diesen Whisky auf keinen Fall verpassen. Wir haben ganz wenige Flaschen erhalten und ihr bekommt die Flasche für 74,90 Euro bei irish-whiskies.de. Ja, im Fokus heute beschäftigen wir uns mit einer weiteren Brennerei. Und diese Brennerei ist, oder sagen wir so, normalerweise beschäftigen wir uns hauptsächlich bislang immer mit relativ neuen Brennereien. Ne? Also ja. Wir haben uns immer Sachen angeguckt, die gerade rausgekommen sind, die teilweise noch gerade ihre Position richtig am Laufen hatten, etc. etc. Heute mal wirklich eine alteingesessene im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar gucken wir uns die Bushmills Distillery an. Schauen ein bisschen auf die Geschichte, wo kommt's her? Schauen uns ein bisschen an, wie produzieren sie und auch einen Blick auf die Produkte, die so am Markt erhältlich sind und steigen ein mit so ein bisschen Hintergrundinformationen geschichtlicher Art. Und zwar Bushmills, wie der Name verrät, ist aus dem Ort Bushmills, der liegt im County Antrim, also ganz im Norden von Irland, im heutigen Nordirland tatsächlich. Relativ nah am relativ bekannten Giant's Causeway, also diese touristische Attraktion, die sich, es ist jetzt keine touristische Attraktion, ist es, aber es ist vor allem natürlich eine landschaftliche Attraktion. Ja. Diese Basaltstufen, die so oktagonförmig da im Boden sind und angeblich bis nach Schottland rüberführen. Ne? Daher der Name, weil ein Riese mal darüber gelaufen ist und sie zerstört hat. Wie auch immer, die Brennerei wurde gegründet im Jahre 1784 durch einen Hughes Anderson. Viele werden sagen 1784. Nee, auf den Flaschen steht da was anderes drauf. Ne? Und auch woanders habe ich schon mal was gelesen von 1608. Und angeblich ist es doch die älteste Brennerei der Welt, die noch in Betrieb ist. Ja. Dieses Jahr 1608, das ist ja eine viel geführte Diskussion. Wo kommt die her? Es ist eigentlich nur das Jahr, in dem eine Brennlizenz an einen Landbesitzer vergeben wurde damals, dass der in seiner Region brennen darf, selbst oder andere damit bevollmächtigen kann. Und in diesen Ländereien, da gehört halt auch der Ort zu, wo heute Bushmills liegt. Das heißt, eigentlich reden wir nur über eine Lizenz, die von wem auch immer irgendwie genutzt worden ist. Und da gehört halt auch Bushmills rein. Hat natürlich nur nichts damit zu tun, dass damals schon eine Brennerei im Ort entstanden ist, zwangsläufig.
die diese Lizenz zuzuordnen ist und die seitdem kontinuierlich arbeitet. Das ist dann so ein bisschen vielleicht, wo die Brennerei das gerne so hätte, weil das natürlich ein super Marketing ist, aber mit der historischen Realität wahrscheinlich, wir wissen eigentlich relativ wenig darüber, nichts zu tun hat. Was wir tatsächlich wissen, ist, dass es dort, wo heute die Buschmilzbrennerei steht, eine Brennerei mal gab. So richtig erwähnt wird, finden wir, also Erwähnungen darüber und Informationen darüber finden wir in dem Text von, oder im bekannten Text von Alfred Barnard, dieser Whisky-Reisende eigentlich, ne? Genau. Früher, der so Ende des 19. Jahrhunderts rumgereist ist und dieses dicke Buch geschrieben hat, die Distilleries of the United Kingdom, wozu halt damals auch Irland gehörte mit Bushmills. Da hat er sie beschrieben und erwähnt darin, dass zum Beispiel an selber Stelle 1743 bereits eine Brennerei war, die war allerdings illegal und wurde, wie er sagt, von Schmugglern betrieben. Das lassen wir also mal außen vor. So richtig gibt es eigentlich erst eine Brennerei ab, wie gesagt, 1784, offiziell eingetragen durch den benannten Hughes Anderson. Der war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Geschäftsmann, wie auch immer, wenig Informationen darüber. Barnard sagt, dass die Brennerei in den ersten 100 Jahren seit Hugh Anderson relativ wechselhaft erfolgreich war. Und so richtig los ging es eigentlich dort erst kurz bevor er seine Reise angetreten hat und dort aufgeschlagen ist. Denn ab 1860 haben die Gebrüder Colgan das Management übernommen und einiges dort professioneller gestaltet und getan, sodass die Brennerei seinen Aussagen nach jetzt gut geführt sei, gut aufgestellt sei und auch wachse. Um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen. Heutzutage kennt jeder, der sich irgendwie mit Whisky beschäftigt, denke ich, Bushmills. Und es ist eine der größten Brennereien Irlands und auch eine der erfolgreichsten und am längsten etabliertesten. Gehörte zu den Brennereien, die ja für Jahrzehnte lang neben Middleton überhaupt am Markte waren. Gucken wir nochmal zurück in die Zeit von Barnard. Da ist es eigentlich eher so, die läuft so unter ferner Liefen, ne? Er hat so verschiedene Brennereien besucht in der Gegend, unter anderem in Derry, die Waterside Distillery, aber auch die Limavady Distillery, die um die Ecke liegt, oder die Coleraine Distillery, die tatsächlich nur relativ rufnah von Bushmills liegt und auch Malt produziert hat. Schaut man sich an, was er da über die Outputs, also über den Ausstoß dieser Brennereien sagt, dann stellen wir fest, dass Bushmills da eigentlich gar nicht mal so herausragt, wie sie es heute tun. Coleraine hatte so ungefähr den gleichen Ausstoß von 450.000 Litern im Jahr. Vergleicht man das jetzt mit der Limavady Distillery, die hatten schon über 1 Million. Ja, Cool. und die Waterside Distillery, die einem Andrew Watts gehörte, dem Markeninhaber von Tyrconnell, heute immer noch erhalten als Marke, die haben sogar fast 1 Million hergestellt, 900, ebenfalls fast 1 Million hergestellt, 900.000 Liter. War also eigentlich gar nicht so der große Brenner, aber sie haben es halt geschafft, zu überleben im Vergleich zu den anderen drei, ne? Also so groß wie die anderen waren, diese gibt es halt heute alle nicht mehr. Coleraine kennt man noch so als Name, Limavady gibt es eine Marke heutzutage wieder, die da so ein bisschen das aufgreift und die Waterside Distillery von Andrew Watts ist weg und nur noch die Marke Tyrconnell überlebt im Coolie-Portfolio Genau. heutzutage. Wie dem auch sei, kurz nach Barnards Besuch im selben Jahr brannte die Brennerei dummerweise ab. Die Bushmills-Distillerie musste aufgebaut werden. Seitdem ist sie allerdings auch mehr oder weniger dann jetzt kontinuierlich in Produktion. Einzige Unterbrechung gab es mal während des Zweiten Weltkrieges. Sprechen wir über Kriege. Die irische Whisky-Industrie hatte ja das ein oder andere Problem. So spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert und Kriege waren ja eins davon. Weltkriege, zwei Stück gab es. Irischer Unabhängigkeitskrieg und Prohibition in den Vereinigten Staaten haben ja der Branche massivste Schäden zugefügt, was halt dazu geführt hat, dass Mitte des 20. Jahrhunderts letztlich nur noch wenige Brennereien über waren. Eine davon, Bushmills, war dann letztendlich die einzige eigentlich, die nicht in Kork zusammengegangen ist. Ne? Wir erinnern uns, Old Middleton Distillery damals, Paddy's, zusammengeschlossen mit den verbliebenen Dublin Distilleries, also Bow Street, Jameson und John's Lane, Powers. Warum sind die im Vergleich zu den anderen so gut durchgekommen? Gut, nach der irischen Unabhängigkeit, eine der Sachen war natürlich, dass die Bushmills Distillery im damals neu entstandenen Nordirland war, also weiterhin Teil des UKs war und nicht so diese ganzen Handelsbeschränkungen unterlag, wie die gerade genannten aus der südlichen Republik. Und auch einfach haben sie sich gut durchgemanagt durch Prohibition, haben weiterhin munter produziert und waren dann halt zur Stelle, als das wieder losging und konnten liefern. Sie haben Ein sich also Satz irgendwie so ein vielleicht bisschen dazu, durchgeschlagen. das wissen Ja, viele, aber gerne. nicht alle, dass nach der Unabhängigkeit von Irland, von Großbritannien, hat Großbritannien tatsächlich ein Handelsverbot, hast du kurz erwähnt, denn da auf die irischen Produkte, besonders den irischen Whisky gelegt. Das heißt, man könnte in der ganzen Commonwealth, ob das Kanada, Australien, England, wie auch immer war, könnte man keine, oder Indien, könnte keine irische Whisky verschickt werden.
Nach Amerika ja, aber nirgendwo anders. Außer Bushmills. Bushmill gehörte noch weiterhin zu UK und deshalb war dieses Ausfuhrverbot praktisch dann da oder Einfuhrverbot nicht dann da. Und das hat natürlich Bushmills gerettet, sage ich, ja. Ja, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und warum hat sich einer nicht gerechnet? Weil man muss natürlich dabei wissen, die irischen Brennereien damals waren großteils halt auf den Export ausgelegt. Die waren ja riesig groß und der Wegfall dieser UK-Märkte oder die schwierigeren Zugang später dann durch Zölle etc., das war dann für diese exportausgerichteten Riesen, ja, da brach zu viel Markt einfach weg in eh schwierigen Zeiten, ne? Und Bushmills hat sich da durch diese gerade von dir genannten Vorteile, die sie halt hatten als Teil des United Kingdom. Nichtsdestotrotz, wir erinnern uns 1966, Zusammenschluss von, also der finale Zusammenschluss von Irish Distillers, wie wir es heute kennen. Kurz darauf später, 1972, zog es dann Bushmills nichtsdestotrotz zu Irish Distillers. Also man schloss sich mit den Kollegen in Midleton zusammen und formierte sozusagen ein Irish Whisky Monopol. Ja, also alles lag dann in der Herrschaft von Irish Distillers, inklusive Bushmills. Und dann seit 1988 im Prinzip dann bei Pernod Ricard, die Irish Distillers dann ja übernommen haben. Die wiederum haben dann 2005 Bushmills an Diageo verkauft, den großen Konzern. Um das Monopol wurde damit wieder aufgebrochen, theoretisch. Und nur 9 Jahre später, bereits in 2014, hat dann Diageo Bushmills an den mexikanischen Casa Cuervo-Konzern oder Proximo Spirits im Prinzip, bekannt für Don Julio Tequila, verkauft, beziehungsweise war so ein Trade-Deal, ne? Es war Genau, so ein ein, ihr kriegt Tauschgeschäft die gemacht, ja. und genau, und wir kriegen dafür Teile von der Tequila-Geschichte. Das war so ein kleiner Tausch. Ja, seitdem sind sie mit Proximo Spirits aufgestellt und 2023, weil sie wuchsen weiter, da haben wir jüngst erst drüber berichtet im letzten Jahr in einem unserer Podcasts, eröffneten sie dann mit der Coors Distillery eine Expansion war es im Prinzip, aber eigentlich haben sie eine zweite Brennerei faktisch eröffnet, mit der sie die Kapazität, die bisherige, verdoppelt haben. Wie diese Kapazität aussieht und was das so ist, das gucken wir uns jetzt in der Produktion mal an. Willst du dazu ein paar Worte verlieren, Jason, Gerne. was wir da produktionstechnisch sagen können? So, der Master Distiller, nur wirklich Hardcore-Fans von Bushmill wissen das. Das ist Colm Egan. Der ist ab und zu mal in irgendwelche Podcasts, dann da in Irish Whiskey zu sehen und ab und zu mal dann auf irgendwelchen Messen zu sehen. Aber eigentlich jetzt das Gesicht von Bushmills ist heute unser Master Blender, sagt auch schon was. Das ist Miss Alex Thompson. Und sie macht das sehr, sehr, sehr gut zusammen, hat dann dort bei Helen Mulholland denn damals gelernt. Und super schön, dass Frauen bei Bushmills so eine wichtige Rolle immer praktisch hatten. Großteils ist das Regionalgerste, allerdings sie beziehen auch von woanders, denn da Wasser kommt aus dem Fluss, der St. Columbs Riff. Und dort haben sie eine reine Malt-Brennerei. Wir haben unsere Old Bushmills Brennerei und wir haben die neue, die Causeway Brennerei. Nun, in der alten Old Bushmills Brennerei, das hieß Old Bushmills, bevor die neue gebaut wurde, steht sogar auf der, wenn man hinkommt, Old Bushmills. Die haben eine einzige große Edelstahl-Mashtun, also über 48.000 Liter passen da rein. Gut 5 Stunden brauchen sie dafür für Maischen. Und dann kommt alles in den Washbacks, da sind auch Edelstahl, jeweils auch 48.000. Und der Fermentierungszeit beträgt gut 50 Stunden. Und am Ende kommt irgendwo zwischen 7,5 und 8,4% Alkohol dabei raus. Die haben 10 große Potstills, die kann man auch besichtigen, wenn man dort ein Tour macht. Was ganz witzig ist, sie haben 6 verschiedene Spirit Safes. Das heißt, die Kombination, wo sie denn da anlaufen können, dreifach destilliert, ist immer ein bisschen, was sie da machen können. Und der Kapazität damals, meistens das Maximum war 5 Millionen, aber meistens haben sie 4,5 Millionen Liter Alkohol pro Jahr denn dort gemacht. Nun in der neuen Brennerei ist alles ein bisschen größer. Der Mashtun statt denn hier unser 48.000 haben wir jetzt 65.000 und die können das in 3,5 Stunden der Maische dann machen. Die haben 8, beziehungsweise einmal haben wir auch gelesen, 9 Washbacks. Auch weiterhin Fermentierungszeit ist dann dort 50 Stunden. Die haben 10 Potstills, genau wie auch den Old Bushmills. Und der Kapazität ist statt 5 Millionen jetzt 6 Millionen Liter pro Jahr.
Vor 2013 haben sie dann 10, ich nenne die einfach alte Lagerhäuser gehabt. Das war Dunnage Warehouse, wo es dann 3 hochging, oder Rack, wo man die reinrollen konnte. Als ich meine Besichtigung damals gemacht habe, das muss 2015 gewesen sein, das Ding ging 40, gefüllt 40, kann auch nur 30 Fässern hoch sein. Ich stand dann da und das war mein Offenbarungsmoment. Das war der Kathedral vom Whisky für mich. Das hat mein Whisky-Reise bei Bushmills, hat alles angefangen. Ich war bei Giant Causeway, hey, mit meiner Mutter und ich habe gesagt, Mensch, halten wir hier an, machen wir eine Tour, super schön. Und dann diesen Moment werde ich mein Leben lang nicht vergessen, wo ich in dieser Lagerhalle war und nur Fässern sah. Bis oben in den Himmel gefüllt. Es war so schön. So, ab 2013 haben sie allerdings 3 ganz neue Lagerhäuser gebaut. Die sind auf Paletten jetzt hier, denn da passen auch 20.000 Fässern. Yay! Also die haben Platz für 60.000 neue Fässern dann da bekommen. Das reicht erst einmal für, was sie da so tun. Definitiv. Und was tun sie? Sie bringen, gut, Whisky heraus, ne? Ja. Wir könnten jetzt eine ganze Podcast-Folge füllen mit Releases. Alleine die, die wir in den letzten Jahren vorgestellt haben aus der Bushmills-Brennerei. Das werden wir jetzt natürlich hier nicht tun, sondern wir fokussieren uns mal so ein bisschen auf so ein paar Sachen. Und zwar einmal, was ist so das Core-Sortiment, was sie eigentlich am Markt haben? Also was ist das, was regelmäßig auch noch über jeder, der hier zuhört, kaufen kann? Was waren so jüngst so ein paar Specials, die man hin und wieder jetzt noch entweder bei Auktionen findet oder Serien, die noch laufen, wo man einfach mitverfolgen kann, was so passiert ist. Und außerdem eine große Brennerei wie Bushmills gibt natürlich auch gerne mal ein bisschen was ab und hat dann so ein paar Labels am Markt, die sie entweder selber rausgebracht haben, die halt nicht Bushmills heißen oder haben für andere was gemacht. Also was haben wir? Core Releases. Einmal kennt jeder wahrscheinlich deren Blended Whiskies. Ne? Also Malt Whisky und Grain Whisky miteinander kombiniert. Der Grain Whisky, den beziehen sie aus der Middleton Distillery, interessanterweise. Haben also keine eigene Column Still Anlage, um den zu produzieren. Da gibt es 2 Releases. Einmal das Bushmills Original, kennt man, weißes Label, und dann den Black Bush. Das sind so die beiden, die man am Markt hat. In Amerika und auch mittlerweile in Deutschland gibt es noch Red Bush, ist mir gerade eingefallen. Also noch so ein etwas weniger bekannter Standard. Ebenfalls, was jeder kennt, ist sicherlich die Single Malt Core Range von Bushmills, angefangen mit dem Bushmills 10, was sicherlich für ganz, ganz viele, mich eingeschlossen, einer der ersten irischen Whiskys war, die man so wahrscheinlich so jemals probiert hat. Ne? Also viele Leute stiegen ein mit, steigen ja ein mit sowas wie Jameson und gucken sich dann so ein bisschen an. Damals, als ich angefangen habe, gab es ja noch gar nicht diese breite Auswahl, über die wir jedes Mal hier berichten, sondern da war halt so Bushmills 10 einfach nur einer von den wenigen mit Altersangaben verfügbaren, gut bepreisten irischen Whisky. 22, ne? 24 Euro damals bei mir. Also heute sind wir noch mittlerweile ein bisschen teurer. Gleiches Spielchen mit dem etwas älteren Bushmills 16, den ich auch weiterhin zu einem der besten irischen Whiskys mit Altersangabe zähle. Der war damals auch deutlich günstiger, als er heute ist. Viele Leute argumentieren, er ist teurer, er ist gar nicht mehr so gut wie damals. Weiß ich nicht. Ist trotzdem weiterhin ein wunderbarer Whisky. Und ja, die 75 Euro kriegt man den immer noch, ja. Ja, aber ich erinnere mich, da gab es auch mein Whisky-Offenbarung. Am Bushmills 16 habe ich damals 38 Euro habe ich bezahlt. Dann war es 42, dachte, oh Mensch, kaufe ich noch? Ja, und jetzt war... Aber kurze Zeit war es gar nicht erhältlich, vor 5 Jahren, da war es 100 Euro. Ja, wir sind wieder auf 70, 75 runter. Also der Bushmills 16 habe ich am Freitagabend in einem Tasting gehabt und Weltreise hat gewonnen. Also muss ich noch mehr sagen. Also super schön, leckeres Zeug. Perfekt. Ist perfekt. Neu dazugekommen vor ein paar Jahren, also auch schon langer Markt jetzt mittlerweile, aber ein bisschen neuer als die anderen beiden, ist Bushmills 21, der dann auch wiederum natürlich dementsprechend ins höhere Preisregal greift. Und das damit die Core-Release, die Core-Serie abschließt. Ne? Wir haben gerade erwähnt, es gibt so ein paar Specials. Zum Beispiel gab es mal anlässlich des 400. Geburtstages eine, diese gerade genannten in so Special-Aufmachungen, eigentlich nur schöne Verpackung. 400. Geburtstag, da sind wir bei der Frage, ne? 1608. 1608, eigentlich. Sowas von groß drauf. Ja, das Christo Malt war damals lecker. Das war echt gut. Da werden wir jetzt, also wie gesagt, das war dann, wo wir vorhin schon sagten, es ist ein Marketingwunsch der Brennerei, das so zu zelebrieren. Haben sie damals groß und fett gemacht. Wie auch immer. Es gab zudem die Millennium Collection, da wurde dann zum Jahrtausendwechsel so ganz viele Einzelfassgeschichten rausgebracht, die heute teilweise auch noch erstaunliche Sammlerwerte erzielen. Und jünger und noch aktiv, glaube ich zumindest, dass es das im nächsten Jahr oder im laufenden Jahr auch nochmal wieder geben wird, ist die Causeway Collection, die uns und gerade unseren Podcast, der jetzt auch schon eigentlich seit Beginn an begleitet, wo immer wieder eine Vielzahl an Whiskys, nicht nur in Irland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erscheint, teilweise bis über 30 Jahre alt,
Wunderbare Sachen mit Fässern. Ich erinnere mich da an Pomerol-Cask und Wermutfässer und so weiter und so fort. Aber halt auch normale Malaga-Fässer, was auch immer, mit relativ hohen Altersangaben Und endlich nicht 40% Alkohol. und einem höheren Alkoholanteil in den weitesten Teilen. Genau. Ja, und daneben gibt es Drittlabel, Third Party, wie man es auch mal nennen möchte. Da gibt es einmal Sexton, was eigentlich streng genommen direkt zu ihnen gehört, ne? Die Marke, die sie aufgebracht Also haben, Miss Alex und Thompson hat damals diese Marke die kreiert, genau. gemacht, kreiert, ja. Genau. Und zudem Proper 12, ein sehr umstrittenes Label, nenne ich es mal. Der Whisky, wie gesagt, kommt, es gibt keine hundertprozentige Bestätigung dafür, aber zu 99,9% ist es der Fall, dass sie von Bushmills kommen. Die Diskussion darüber ist natürlich einmal, weil Proper 12 ist das Label vom Mixed Martial Arts Kämpfer Conor McGregor, den man halt nicht nur in Irland, sondern auch andernorts entweder abgöttisch liebt oder halt hasst. Ja? Und Whisky-Menschen kombinieren ja gerne den Namen dann mit der Person, die dahinter steht. Und unabhängig davon, ob das jetzt ein guter oder schlechter Bushmills ist, ist der einfach für viele Menschen tabu. Aber mittlerweile einer der bombig erfolgreichsten irischen Whiskys überhaupt. Also man kann viel, wie gesagt, über die Personen dahinter halten. Die Verkaufszahlen von Proper 12 und somit von diesem Bushmills-Produkt sind, glaube ich, in Amerika auf Platz 2 hinter Jameson Ich mittlerweile. glaube Ne? auch So mittlerweile. weit liegen die ja schon Wobei auf Rang 2. unser Conor McGregor hat damals 2021 schon der Mehrheit auch verkauft. Es gehört dem nicht mehr, aber er hat das alles im Leben gerufen und das ist schon krass. Und er hat damals seine Anteile für 600 Millionen Dollar verkauft. Das ist, ach, wow. Ja, also da kannst du ja, wie gesagt, von ihm halten, was du willst, aber ein Geschäftsmann ist er am Ende des Tages nun mal. Ne? Neben diesen relativ bekannten Marken haben sie auch ein paar etwas weniger bekannte Marken auf den Markt gebracht. Coleraine, das hat so ein bisschen die vorhin auch schon erwähnte Brennerei und den Ort des gleichen Namens, der direkt im Umfeld von Bushmills ist, wieder aufbelebt. Inish Owen, das gleiche Spiel, also so ein bisschen nach Ortsnamen benannte Whiskys, die sie am Markt hatten, relativ unbekannt und kleine Auflagen. Und davon unabhängig haben sie halt auch für unabhängige Abfüller und Bonder was auf dem Markt gemacht. Es gibt Einzelfassabfüllungen für die Scotch Single Malt, nee, wie heißen die? Single Malt Whisky Society ist der Name, Genau, ne? Scotch SMWS. Malt Whisky, war, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. SMWS. Aber auch für und auch für andere schottische und auch deutsche unabhängige Abfüller haben sie Einzelfassabfüllung mit Bushmills auf den Markt gebracht. Oder halt modernere Marken, so wie Two Stacks, die ebenfalls aus dem Norden Irlands kommen, die mit Bushmills gearbeitet haben. Das so ein kleiner Überblick. Ich denke, wir werden in unserem Podcast noch mehr als oft über neue Releases aus Bushmills berichten. Wir hatten ja alleine heute eins mit drin, 14 Jahre. Malaga, was war es, genau. Ich denke, das wird uns noch weiter begleiten. Wer das Ganze besuchen möchte, wir haben eingangs gesagt, und du hast es auch erwähnt, Jason, ich sagte, es ist nah am Giant's Causeway. Du hast gerade erwähnt, mit deiner Mutter damals hast du das auch besucht. Eine wirklich, denke ich, empfehlenswerte Sache. Wer in der Nähe ist, wir haben es in unserer letzten Episode, als wir vorgestellt haben, was sind so die Touren und Destillerien, die man vielleicht mal so besuchen kann. Bushmills war auch dabei, hier nochmal zusammengefasst. Wer die Brennerei sehen möchte, Touren gibt es ab 15 Pfund, britische Pfund, Eintritt. Sie finden täglich statt. Es gibt verschiedene Touren, die man buchen kann und verschiedene Tasting-Optionen, die man dabei haben kann. Einfach einen Blick auf die Webseite werfen und dann die Brennerei besichtigen und sich auch den Giant's Causeway angucken. Wer sich dafür interessiert, was er in der Gegend oder auf der Route noch so angucken kann, einfach in den letzten Podcast reinhören. Da haben wir einen relativ umfassenden Überblick gegeben, welche Brennereien offen sind für Touren und Bushmills ist eine davon. Also seit Das 2 Jahren war's. wurde mir gesagt, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, in diese wunderschöne Lagerhaus da reinzugehen. Die haben auch in der Zeit gebaut. Vielleicht ist es wieder möglich, nachdem alles dann mit den Baumaßnahmen da fertig sind. Aber also wenn möglich, nochmal die 50 Pfund bezahlen und die 2,5 Stunden Tour machen, das lohnt sich wirklich. Da gehe ich. Guter Hinweis, auf jeden Fall. Damit sind wir durch mit unserer kleinen Präsentation von Buschmütz. Und man hätte viel, viel mehr sagen können, aber das ist kurz Oh und ja. knapp, das war gut. Danke. Ich danke dir. Wir haben ein paar News von der irischen Insel. Einmal, wir hatten darüber berichtet, im letzten Monat im März fand statt das Cork Whisky Fest, das zweite seiner Art. Weder du noch ich waren da. Nee.
Aber. Kommt selten vor, aber wir kennen natürlich Leute und Möglichkeiten, uns trotzdem Informationen zu besorgen. Hier in diesem Falle gilt unser Dank der lieben Tina, die ich gefragt habe, immer, du warst doch da, kannst du denn uns so ein kurzes Feedback geben, wie die Veranstaltung gelaufen ist, was waren so die Highlights von dir persönlich und was hast du so gesehen? Also, ich selber war letztes Jahr bei der Veranstaltung und kann deshalb so ein bisschen vergleichen zu dem, was sie dieses Jahr erzählt hat. Einmal, die Veranstaltung ist gewachsen. Ja, also ich weiß, es gab letztes Jahr einen Eröffnungsabend. Dieses Jahr an dem Eröffnungsabend gab es so eine Expo, kleine Messe in so einem Raum im Hotel. Dieses Jahr gab es schon zwei Abende der Art, gleiche Hotel, aber mittlerweile zwei Räume. Genau. Also deutlich größer. Tina berichtet, trotz zwei Räumen, sie war auch im letzten Jahr da, war es wieder relativ voll und trubelig. Also die Nachfrage nach den Veranstaltungen trotz größeren Raums, trotz zweier Termine, weiterhin sehr, sehr gut und sehr, sehr guter Zulauf. Das ist also schon mal positiv. Das Feedback im letzten Jahr war ja relativ gut. Entsprechend habe ich das erwartet, dass es in diesem Jahr wieder relativ guten Zulauf geben wird. Das hat ihr ebenfalls sehr gut gefallen. Und dann hat sie so ein bisschen die Stände besucht. Ne? Sie hat so ein paar Highlights mal aufgezählt. Was hat ihr gut gefallen? Zum Beispiel hat sie ein Sample probiert aus der Clonakilty Distillery, die in Kürze tatsächlich ihren ersten eigenen Potstill rausbringen werden. Und den konnte sie verkosten. Das hat ihr schon mal sehr gut gefallen. Ich denke, wir werden im nächsten Monat spätestens darüber berichten, was der Clonakilty erste Potstill sein wird. Ebenfalls probiert hat sie von Teeling den Crystal Malt, den wir in unserem Podcast bereits vorgestellt haben. Einen neuen Whisky aus der Dingle Distillery von der letzten Wheel of the Year Serie, auch den haben wir bereits vorgestellt. Arik. Von Sleeve Leak hat sie etwas probiert, und zwar den Red Pomerol, den haben wir ebenfalls im letzten Podcast vorbestellt. Also auch da sieht man, wir sind eigentlich ganz gut up to date, ne? Wenn man das so sieht, was so auf den Messen dann auch gleichzeitig vorgestellt wird. Und zudem gab es neue Ankündigungen bereits von der Bowen Distillery, einen neuen Whistler Whisky aus einem Madeira-Fass, der vorgestellt wird, den sie dort hatte, den sie probiert hatte. Und sie hat tatsächlich probiert den Short Cross Peated Orange Liquor. Das heißt, wir haben es ja gerade noch gesagt, das wäre vielleicht mal spannend zu sehen. Du warst ein bisschen skeptisch aufgrund Vorerfahrung mit Orange Liquor Cask. Ich dachte, vielleicht passt es mit dem Peated. Da müsste man mal hören, was sie dazu sagt. Und sie hat auch gesagt, ah, da könnte was eventuell zu Mareike kommen. Mal schauen, was daraus so also wird. Blackwater hat sie was probiert. Wir haben auch da vorgestellt, Five Grains, ein Whisky. Wir haben vorhin ja schon gesagt, der Peated ist schon in Deutschland. Der Five Grains, kann ich schon sagen, der wird folgen. Den werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Monat vorstellen. Da war sie auch ganz gut von angetan. Und ansonsten fand sie einfach sehr, sehr positiv die Möglichkeit, sich da so auszutauschen mit den einzelnen Ausstellern, wie man es halt von so Messen kennt. Direkter Kontakt, viel Austausch, viel Gerede. Und gleichzeitig gab es ja das ganze Wochenende verteilt auch noch einzelne Masterclasses, Tastings, an denen hat sie auch an verschiedenen teilgenommen. Auch da wieder gute Einblicke und viel zu machen. Das bin 100% überzeugt, das Whisky-Wochenende wird es in Cork auch im nächsten Jahr geben. Ich denke, so wie wir es in diesem Jahr getan haben, werden wir früh im Jahr darüber berichten, welche Termine anstehen. Und dementsprechend wird der ein oder andere vielleicht dann die Gelegenheit nutzen, beim Cork Whisky Fest 2025, der dritten Variante, dann selber vorbeizuschauen. Also ich werde mir definitiv dann wieder im Kalender eintragen und hoffentlich auch dann wieder dorthin schaffen. Genau. Super. Und das, was sie auch gesagt hat, die Gespräche waren das absolut Wichtigste. Auch die Markenbotschafter. Es ist praktisch die Irish Whiskey Wochenende live vor Ort mit den Menschen. Plus der Whisky, plus einfach diesen Flair vor Ort. So, von daher, das Absolut. ist super. Ja. Absolut, absolut. Sehr schöne Nachrichten fand ich, haben wir im letzten Monat aus County Mayo bekommen. Dort befindet sich mit der Deanua Cooperage die einzige wirklich kleine unabhängige Küferei in Irland. Ne? Also das muss man ja wissen, dass Küfereien in Irland sind, im Prinzip gab es keine mehr so wirklich, außerhalb der großen Brennereien, ne? So Midleton Bushmills, die haben so ihre eigenen. Es gab noch immer eine in Kilbeggan, die hat so für Cooley gearbeitet. Mittlerweile gibt es zwei, die unabhängig was machen. Das ist einmal der nur in Foxford in County Mayo und einmal ist es die Kentucky Bourbon Cask Company oder dergleichen. Die sitzen in Kildare an der Ostküste. Der Nua ist eine der wenigen, die mittlerweile auch neue Cooper ausbilden. Denn natürlich, wenn es keine Cooperages mehr gibt, dann gibt es auch das Berufsbild irgendwo nicht mehr. Also die Master Cooper in Middleton und dergleichen, das waren somit die letzten, die halt noch so dieses Handwerk irgendwie so hatten und konnten. So langsam wächst das wieder heran. Und die tolle News jetzt hier, auf die wir reinkommen wollen, ist, dass im letzten Monat, genau genommen am 14. März, zum ersten Mal seit über 60 Jahren in Irland ein Fass auch wirklich neu gebaut worden ist. Ne? Bislang waren die Cooperages halt immer so Aufbereitung, Reparatur. Ne?
Neue Fässer, die wurden nicht gebaut. Und jetzt ist in der Dernua Cooperage zum ersten Mal auch wieder der Neubau eingeführt worden. Also ein ganz wichtiger Schritt für die Whisky-Industrie, auch Fässer wieder vor Ort live, nicht live, neu herstellen zu können, um da auch so ein bisschen das Bottleneck zu beheben. Informationen, die sie dazu geben, sind zum Beispiel, sie hatten mal bei Diageo, also Guinness, nachgefragt. Das waren ja so mit die letzten, die große Fässer noch gebaut haben, ne, für ihre Biere. Das wurde ja irgendwann mal eingestampft, weil alle Biere dann in diese heute bekannten Edelstahlfässer, ne, wie man sie auch aus Deutschland kennt, nur noch gelagert und transportiert worden sind. Das heißt, da wurde es abgebaut. Die haben gesagt, das letzte Mal wurde am 15. März 1963, nach ungefähr 200 Jahren von Holzfassherstellung, dort ein Fass gebaut. Ja, und gleichzeitig hat die Middle Distillery, genau genommen deren Master Cooper, Ger Bocklet, der hat berichtet, dass ungefähr zur gleichen Zeit sein Vater noch das letzte Mal ein Fass gebaut hat. Also wir haben tatsächlich Ewigkeiten nichts mehr gehabt. Ger Bocklet war dann auch bei dieser, am 14. März, bei diesem, ja, feierlichen Event, wo das erste Fass geboren ist, selber vor Ort. Und ja, in Irland entsteht gerade wieder wie sollen wir sagen, die Wiedergeburt der Fassherstellung vor Ort. Ja, was wurde gebaut? Es wurden 32 Fässer a 200 Liter gebaut. 32 ist nicht eine zufällige Zahl, sondern das repräsentiert die 32 Counties, die es in Irland gibt. Ne? Also sozusagen die Bundesländer, wenn man es mal so ein bisschen grob auf den deutschen Rahmen übertragen möchte, symbolisiert die Einheit und gleichzeitig die Vielfältigkeit dieser irischen Counties. Genau. Gut, das wäre Ganz die schöne Nachrichten, Streise, um oder? ganz ehrlich zu sein, aber ist egal. Ja, schwierig zu vergleichen, halt Dagegen. einfach aufgrund von verschiedensten Dingen. Ganz interessant, Eiche ist fast unmöglich zu kriegen. Deshalb war die Frage, wo kriegt man seine Eiche her? Ich habe zuerst gedacht, die würden das dann aus Amerika beziehen. Nein, die haben dann Eiche aus Rumänien bezogen. Das ist europäische Eiche. Luftgetrocknet und das ist schon was Besonderes denn da. Also 18 bis 24 Monate luftgetrocknet denn dort und die haben das ist nicht wiederaufbereitete, sondern tatsächlich hier New Virgin Oak und das finde ich super schön. Ja, tolle Leute. Definitiv. Ja, ich durfte die Küferei mal besuchen. Das ist jetzt auch schon wieder Okay. fast 1,5 Jahre her. Sehr kleines Team, sehr engagiert, sehr schön. Ich habe darüber in meinem Blog damals einen kleinen Artikel geschrieben. Also wer sich dafür interessiert, schaut gerne rein. Und habe dabei tatsächlich sehr viel über die Fassherstellung gelernt. Unter anderem haben sie mir gezeigt, wie du als einfache Schritte, wie hämmerst du die Hoops, also den Ring obendrauf, ne? Die man so, man kennt ja die Fässer mit den Metallringen, die das Ganze zusammenhalten. Und das habe ich natürlich direkt falsch gemacht, weil das ist halt nicht nur einfach Schön. den Hammer nehmen und draufhauen, ne? Es ist dann, hat viel natürlich mit der Technik zu tun und nicht nur einfach mit Kraft. Also von Kraft, ja gut, ich hätte das fast kaputt hauen können, aber den Ring richtig draufsetzen, dass das auch hält, das hat dann schon wieder, ist dann schon wieder eine ganz andere Technik. Und war sehr interessant, sehr spannend, auch die Werkzeuge zu sehen, die teilweise seit Jahrhunderten ja eben so benutzt werden und auch sehr speziell sind. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung damals, dass sie mich da so durchgeführt haben und mir das alles gezeigt haben. Klasse, ja. Und Paul und Annette, das sind die Hauptleute, die habe ich auch interviewt. In Dublin werde ich sie wieder auch interviewen dieses Jahr, wenn ich da bin. Überleitung, was ist unser Thema nächsten Monat? Überleitung, genau. Denn warum bist du da? Du besuchst im Mai die Whisky Live. Ne? Wie jedes Jahr wirst du, ja doch, du warst jetzt die letzten, mit Ja, den es ist Unterbrechungen wie, natürlich, genau, durch wie ich Corona und Nummer so, warst du 4 und Nummer natürlich 5 ist das für mich jetzt hier, immer ja. wieder dabei. Ja. Genau. Wirst auch da wieder mit deiner Kamera und Interviews Ja. rumlaufen, Mikrofon rumlaufen und Interviews durchführen. Das heißt, du wirst sehr, sehr busy sein während der Zeit und hoffentlich so viele mögliche Leute wie möglich vor die Kamera bekommen und Neuigkeiten heranhören. Und dementsprechend, also die Whisky Live ist im nächsten Monat am 17. und 18. Mai, werden wir unseren Podcast der Woche drauf aufnehmen und du wirst berichten als Fokusthema. Ne? Was hast du gesehen? Mit wem hast du gesprochen? Was gab es für Neuigkeiten? Genau, Whisky Live, vielleicht nochmal ganz kurz, ist die größte irische Whisky-Show, Whisky-Messe. Das System hier ist ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja zig Messen, groß wie klein, lokal, überall verteilt. Finden quasi, du weißt das selber als Aussteller, kannst du ja jedes Wochenende irgendwo stehen. Hier in Ich Irland ist bin das ein dieses Jahr bisschen anders. 20 verschiedene Messen mache ich dieses Jahr allein in Okay, Deutschland, also jedes zweite Wochenende. Also ja. jedes zweite Wochenende so. Ich, es gibt mehr. Es gibt mehr, ja, genau. Also du bist alleine schon jedes zweite Wochenende. Also wie gesagt, es ist in Irland ein bisschen anders. Es gibt eigentlich, wir haben es gerade gehabt, Cork Whisky Fest ist eine und Dublin Live ist eigentlich die einzige zweite. Und die ist deutlich größer in Dublin, nicht in Cork.
Wo halt eigentlich das passiert, was man so von Messen kennt, ne? Austausch mit Ausstellern, neue Kennenlernen von neuen Produkten, an Tastings teilnehmen und Menschen treffen auf den Gängen, die man irgendwoher schon mal gesehen oder kennt. Das findet wieder statt. Du bist dabei, wir werden berichten. Das ist unser Plan für den kommenden Monat. Und ja, damit haben wir diesen Monat eigentlich abgeschlossen. Ja, genau. Wer sich noch ein bisschen informieren möchte, schaut auf unsere Webseite irishwhiskeynews.de, das ist die Domain. Wer sich Social Media über uns informieren möchte, unser Handle ist @irishwhiskey.de und E-Mail haben wir auch. Wenn ihr uns was schreiben möchtet, benutzt irishwhiskey.de@gmail.com. Das wäre unsere Kontaktmöglichkeiten. Wer uns persönlich kennt, spricht Jason auf Messen an, schreibt uns Nachrichten über Facebook, Instagram, was auch immer. Ich hoffe, alle Zuhörer hatten Spaß. Sich gut informiert, fühlen sich gut informiert und Jason, dir vielen Dank auch diesen Monat wieder. Ich hoffe, der nächste Monat wird Infotage. Genauso spannend, bestimmt. Whisky Jason hier, alles Gute euch. Bis dahin, ciao. Macht es gut, bye bye.